Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Starfield Schiffsbauguide hier auf Madmas Gaming. In der heutigen Folge bekommt ihr die Step-by-Step-Anleitung, um euch dieses krasse Klasse-C-Schiff selbst zusammenbauen zu können. Dafür brauchst du ein paar Parts, ein paar wichtige Komponenten, die du jetzt einmal hier in der Liste findest. Diese Liste findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und von daher, falls du in deinem eigenen Ship-Builder diese Komponenten noch nicht hast, weil du unter Umständen jetzt noch nicht Stufe 60 oder so bist, dann kannst du an die einzelnen Spots fliegen und an die Schiffswerft oder wie auch immer oder zum Mechaniker und kannst dir dann dort die Teile holen. Außerdem benötigen wir noch die Skills Schiff Design und auch Fliegen auf Stufe 4 und wir brauchen auch noch eine ganze Menge Credits, denn das Schiff hat roundabout 500.000 Credits gekostet. Also an der Stelle einfach nochmal die Hinweise und dann sollten wir uns natürlich auch darauf konzentrieren, dass wir dieses Schiff später auch nochmal einem Funktionstest unterziehen. Also wenn wir das Ganze zusammengebaut haben, dann gibt es auch nochmal einen kleinen Fight mit ein paar Gegnern, dass du einfach die Mobilität auch nochmal siehst. Und danach machen wir natürlich auch die Begehung und du wirst nochmal die einzelnen Schiffsmodule im Detail zu sehen bekommen. Also an der Stelle labern wir gar nicht weiter rum, sondern wir springen direkt ins Video. Und damit beginnen wir auch mit dem Zusammenbau unseres Klasse-C-Schiffs. Und du siehst, ich habe jetzt hier die einzelnen Ebenen wieder separiert. Und ich habe das diesmal ein bisschen anders gemacht. Lass mich gerne mal wissen, ob es dir auf diesem Weg genauso gut gefällt. Und zwar siehst du die einzelnen Ebenen, sie sind noch zusammengebaut. Denn ansonsten mit den einzelnen Teilen überall würde das ein zu großes Durcheinander geben. Und außerdem sind wir so ein bisschen schneller hier auch durch diesen Part durch. Und du wirst trotzdem aber alle Einzelteile von mir nochmal erklärt bekommen. Und wir werden nochmal Step by Step auf das Einzelne natürlich auch eingehen. So, und wir fangen an hier unten mit der ersten Ebene. Und hier ist schon eine kleine Besonderheit. Und zwar gibt es jetzt hier keine Wohnstation. Das ist wirklich ein reiner Bereich, den wir jetzt nutzen, um in das Schiff zu kommen. Und dafür nehmen wir jetzt hier zum Beispiel die Landebucht Hope 4 von HopeTech. Die wiederum, die bekommst du beim Schiffmechaniker auf dem Mond Titan. Den Mond Titan, der kreist ja um den Saturn im Sol-System, also in unserem Sonnensystem. Und ja, den solltest du relativ easy finden. Einfach dort zum Techniker gehen und dann kannst du dort die Landebucht normalerweise auch bekommen. Du siehst, sie ist hier nicht von irgendeinem Skill abhängig. Und daher sollte die direkt ja für dich zugänglich sein. Das Besondere hier ist, die leuchtet später rot. Wenn wir das Schiff begehen, werde ich dir das nochmal zeigen. Das sieht richtig krass aus. Außerdem haben wir hier links und rechts von Stroud Eklund diese Kappen. Einmal Steuerbord und Backbord, die Kappe A. Die haben wir auf den Kopf gedreht. Die kannst du ja in allen Richtungen so drehen, wie du sie gerade brauchst. Und die kommt dann später auch nochmal oben als wiederkehrendes Element am Schiff ja zurück. Und das sieht einfach später hier unten aus wie so Haue, die links und rechts neben dem Mund so ein bisschen hervorstehen. Also es gefällt mir richtig gut. Dann haben wir als nächstes hier Frachtraum Galeon und zwar S203. Der bringt jeweils 1200 Frachtpunkte. Ich weiß, die Fracht bei dem Schiff ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch, aber mit 2720 Punkten in Summe ist er auch nicht wirklich niedrig. Die 2400 kommen hier über die beiden Frachtbereiche. Die restlichen 320, die kommen dann über das Cockpit. Außerdem finde ich bei diesen Frachtbereichen das ganz schick, dass die hier so eine Schräge haben. Du siehst es hier an der Seite. Und das ja, passt doch mit ins Bild auch hier zu diesen Fahrwerken, zum Eculander 11 von Stroud Eklund. Der ist nämlich hier auch so leicht schräg an der Seite. Und das passt einfach dann gut ins Bild. Und es gibt so eine Linie so ein bisschen. Und von diesen Fahrwerken brauchen wir auch eine ganze Menge. In Summe werden wir 9 Fahrwerke am Schiff haben und wir dürfen auf keins verzichten, denn das Schiff wird doch relativ schwer. Du siehst, die Masse liegt bei 2241. Und ja, davon haben wir jetzt 3 Fahrwerke hier in der Reihe, 3 Fahrwerke nochmal hier in der Reihe. Hier auf der anderen Seite haben wir es einfach so gedreht, dass das Abschüssige dann hier ist. Und hier drüben siehst du, das wird dann später für die Ausleger nochmal interessant, da gibt es von HopeTech das Fahrwerk Hope 5. Das hat eine Masse von 1. Generell sind diese ganzen Teile hier nicht wahnsinnig massereich. Du kannst natürlich variieren, das bleibt dir frei. Außerdem haben wir hinten dann auch noch von Deimos diese Bauchteile hier. Die bekommst du ja zum Beispiel auch beim Schiffmechaniker in New Atlantis. Und hier ist halt ganz schön, das sieht so ein bisschen, jetzt muss ich mal schauen, dass ich das einigermaßen gut gezeigt bekomme. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Diffusor, ja, der da so hinten quasi unterm Schiff, ich wollte schon fast sagen, unterm Auto nochmal so ein bisschen hervorsteht. Und ja, das gibt einfach nochmal eine ganz besondere Linie. Also mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Und dann haben wir natürlich das Wichtigste hier gleich fürs Schiff.
Das sind natürlich hier unsere ganzen Antriebe und so weiter, zum Beispiel der Graph-Antrieb. Und zwar ist das jetzt hier auch der NG340 mit der Klasse C. Du siehst, Maximalenergie ist hier 12. Und das ist mit der Antrieb, den ich auf Level 60 und mit beiden Skills, sprich Fliegen und Raumschiffdesign auf Stufe 4, so bekommen konnte. Möglicherweise gibt es später auch noch einen besseren Graph-Antrieb. I don't know, aber mit Stufe 60, glaube ich, habe ich die meisten Parts auch für mich schon zugänglich. Den kannst du bei Nova Galactic zum Beispiel finden, wie gesagt, auf dem Saturnmond Titan. Und dann haben wir als nächstes hier noch den Helium-3-Tank 900T von Ballistic Solutions. Und den habe ich jetzt in dem Fall einfach nur genommen, zum einen, um zu demonstrieren, dass wir hier Raumschiffdesign Rang 4 Komponenten verbauen können. Und außerdem bringt er relativ viel Sprungtreibstoff mit sich und hat eine geringe Masse. Ist natürlich ein Vorteil. Du kannst auch hingehen, kannst dir natürlich auch große Helium-3-Behälter nehmen, die dann nur auf einer Ebene eingebaut werden. Dadurch kannst du zum Beispiel hier unten gleich, da werden wir Löcher haben im Schiff, dort kannst du das dann zum Beispiel auch einsetzen. Oder aber auch später wird es hier oben nochmal eine Ebene geben, das zeige ich dir schon mal. Da sind hier von Deimos einfach nur so Hüllenelemente. Da könntest du theoretisch auch eine Reihe 1 Helium 3 Treibstoffbehälter dann unterbringen. Genau, das haben wir soweit fertig. Wir switchen das hier gerade nochmal ein bisschen durcheinander. Denn das soll hier hin, das soll dahin. Und dann passt das auch hier hinter. Und du siehst, hier unten bleiben jetzt einfach zwei Löcher. Kannst du mit irgendwelchen anderen Dingen füllen. Theoretisch auch natürlich nochmal mit Fracht, wenn du möchtest. Aber immer daran denken, gerade diese Frachtkomponenten bringen eine relativ große Masse mit sich. Jetzt kommen wir zur nächsten Ebene. Und das ist mit einer der wichtigeren Ebenen natürlich. Wir begehen also das Schiff unten rechts, jetzt hier in dem Fall im Bild, über die Luke. Und kommen dann hier unten auch direkt in der Frachthalle 3x3 von Nova Galactic an. Und die wirst du sehen, die ist ganz besonders. Die ist auch sehr, sehr schick. Wir werden das später von innen sehen. Und da habe ich jetzt hier einfach nur nochmal zum Beispiel eine Luke rechts und eine Luke links untergebracht. Du wirst später sehen, wir können dann hier auf diese Seitenarme blicken. Und das sieht doch ganz, ganz besonders aus. Ja, wie gesagt, ein sehr schöner Frachtbereich. Es gibt diesen Frachtbereich auch nochmal von einem anderen Hersteller. Ich glaube, Stroud Eklund hat auch nochmal eine 3x3-Plate von als Frachthalle. Die ist aber tatsächlich nicht so schön. Also die hier ist wesentlich detailreicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir hier hinten einfach nochmal so einen Computerkern, einfach ein Element, was wir so mal mit untergebracht haben. Wirst du sehen, sieht später auch total schick aus. Dann, was jetzt super, super wichtig ist, und das ist etwas, was du auf dem Saturnmond Titan beim Schiffstechniker bekommst, und zwar sind das hier die Nova-Querpassagen. Und die sind echt mega krass, weil die sind begehbar. Und das bedeutet, durch die erhältst du jetzt die Möglichkeit, dir wirklich wie so ja, ein externes, zusätzliches Element jetzt hier anzubringen. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Technikstation genommen, weil, ja, passt jetzt für mich so ein bisschen hier rein. Du wirst nämlich später sehen, hier hinten wird noch ein zusätzliches Triebwerk mit Platz finden. Da brauchst du ja immer sehr viel Technik. Und hier vorne haben wir jetzt zum Beispiel ein Strukturelement von HopeTech. Das sind Schubdüsen. Für mich sieht es allerdings so ein bisschen aus wie zwei riesige Kanonen, beziehungsweise hier vielleicht so eine Kanone in der Mitte und hier außen einfach nochmal so riesige Laser. Du wirst sehen später, wenn wir um das Schiff nochmal herumgehen, das sieht wirklich richtig geil aus. Generell natürlich hier so extern das Ganze nochmal ein bisschen verkleidet hier mit diesen Deimos-Flügeln von Typ A jetzt hier hinten. Hier so ein bisschen den verkürzten Flügel D, der quasi nur so andeuten soll, dass es hier hinten wieder spitz zusammenläuft. Aber dann kommt natürlich hier die Querpassage und hier draußen natürlich genauso auch hier wieder der Flügel A. Dann haben wir hier nochmal einen Flügel C, der einfach vielleicht auch so ein bisschen wie so eine Kühleinheit vielleicht darstellen soll. Ja, einfach mal so ein bisschen Fantasie walten lassen und ja, hier hinten das Ganze wieder so auslaufend, auch hier wieder mit dem Flügel A. Einfach so gedreht, wie man natürlich braucht, beziehungsweise den gibt es natürlich dann auch nochmal hier vorne so in der Ecke dann in der Bibliothek, die du natürlich auch hier auf die Seite drehen kannst. Dann haben wir hier natürlich auch noch Waffensysteme, Raketenwerfer, Atlati 280C von Lightskite. Und das sind jetzt C-Klasse Waffen, die sind sehr gut, Distanz 4000, Feuerrate 1 ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch, aber ist auf jeden Fall schon richtig geil. Brauchen wir hier auch Raumschiffdesign Nummer 3 dafür.
Ich habe die jetzt einfach mal genommen an der Stelle. Du kannst natürlich gerne auch andere Waffen nehmen, die für dich da in Frage kommen. Und hier jetzt haben wir, das wollte ich einfach mal mit demonstrieren, das werden wir auch gleich nochmal im Funktionstest sehen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel das Auto-Gauss-Gewehr MKE-9A. Und dafür brauchst du Raumschiff-Design Stufe 4. Es ist auch eine C-Klasse-Waffe. Aber was bei ihr cool ist, das ist wirklich eine automatische Waffe. Das bedeutet, sobald du jemanden als Gegner in deinem Visier hast, dann wird auch ganz automatisch geschossen, solange natürlich Energie dafür bereitsteht. Und das ist wirklich cool. Das heißt, du musst selber nicht mehr drücken und kannst dann die Gegner damit natürlich auch platt machen. Hier unten haben wir nochmal Puls-Laser-Geschütze, Blaze P2GW SX, auch wieder von Lightskite. Das sind auch wieder Klasse C-Waffen. Habe ich jetzt an der Stelle einfach mal so genommen. Da kannst du natürlich auch gerne was anderes nehmen. Ja, und das haben wir natürlich jetzt nicht nur hier rechts, sondern das Ganze haben wir auch hier links. Auch hier gibt es wieder einfach nur eine Technikstation, weil, wie gesagt, hier ist natürlich auch viel Technik verbaut. Technik hier, Technik da, auch wenn das jetzt natürlich nur ein Strukturelement ist. Aber ja, das Design oder die Designentscheidungen, da kannst du natürlich frei wählen, was du da machen möchtest. Du kannst da vorne auch gerne noch andere Sachen unterbringen. Und da sind natürlich deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Nur immer ein bisschen daran denken, das Ganze braucht natürlich auch oder hat Masse, das heißt, es braucht entsprechendes Gewicht. Ja, und jetzt können wir diesen Part hier nehmen und setzen den jetzt einfach mal hier drüben drauf. Mal schauen, ob es geht. Das müsste soweit gehen. Muss mal schauen. Ja, hier hinten sieht man schön an dieser Kappe von Deimos, dass das hinten so ein schöner Übergang ist. Hier vorne passt es auch und wir setzen das Ganze ab. Ich meine jetzt hier hinten mit diesem, und zwar hier mit diesen Kappenteilen, mit diesem Bauch hier, ja. Den haben wir hier oben, den haben wir hier unten. Man kann es jetzt ein bisschen schlecht sehen, überall ist was davor. Aber das gibt halt einfach eine schöne Linie. Hier hinten steht der Reaktor jetzt ein bisschen raus, ist aber nicht schlimm. Ist der größte Reaktor auch, den ich so finden konnte. Wie gesagt, Klasse C, Fliegen Rang 4 und Raumschiffdesign Rang 4. Aber das war halt einfach ultra cool, das Teil jetzt hier so mit einzubauen. Das sieht nach hinten so ein bisschen aus wie so ein fettes Auspuffrohr irgendwie. So, dann haben wir jetzt hier unten auch noch von Hopetech die Fahrwerk Hope 5 Füße. Auch die brauchen wir. Die fand ich, die haben ganz gut hier hingepasst. Später beim Starten und Landen, da wirst du auch sehen, da kommen natürlich ja auch immer noch mal ein bisschen, kommt hier noch mal ein bisschen, ja, Strahl raus, beziehungsweise ja so Antrieb. Sehr cool, sieht sehr cool aus, wenn das Schiff später startet und landet und die passen da einfach so ein bisschen designtechnisch mit rein. Ich wollte da nicht diese normalen Stroud-Eklund-Füße nehmen, weil die hätten das so ein bisschen verschandelt und die waren doch jetzt relativ schlank von Hopetech und dann passt das. Damit kommen wir zur nächsten Ebene und da haben wir hier von Nova Galactic die Brücke Carbut C4 und das ist wirklich mit eins der geilsten Elemente, das ich so finden konnte. Wie gesagt, ich bin Stufe 60, hab das jetzt bei Hopetech auf dem Saturnmond Titan bekommen und brauche jetzt hier auf jeden Fall Raumschiffdesign Nummer 2, also Rang 2. Und das ist halt toll, das Teil hier, weil, du wirst gleich sehen von hier, das hat zwei Ebenen. Das ist eines der Cockpits, das zwei Ebenen hat. Und das bedeutet, hier drin gibt es eine Treppe und keine Leiter. Und ich bin eh ein Fan davon, wenn wir irgendwie die Sachen über Treppen verbinden können. Und ich mag es nicht, wenn man innerhalb vom Schiff so viele Leitern benutzen muss. Wir werden jetzt hier gleich noch eine Leiter benutzen müssen, aber das ist so relativ überschaubar. Und ja, auch generell ist hier wenig Irrgarten. Denn wir kommen jetzt als nächstes hier oben dann vom Cockpit auch direkt in eine 2x2 Gefechtsstation von Stroud Eklund. Das bekommst du im Narion-System auf der Sternenwerft von Stroud Eklund zum Beispiel. Und das ist richtig cool, ein großes Element. Davon gehen wir dann hier durch eine Tür nach rechts und sind direkt im Captain-Wohnquartier. Und da habe ich einfach so ein bisschen dran gedacht, so wie das früher bei der Enterprise war, wenn dann der Captain, ich glaube, der hatte hier rechts irgendwie so eine Tür noch in seinen Privatbereich. Also zumindest kam er dann immer hier aus der Tür und dann Captain auf der Brücke, so nach dem Motto. Ja. Und davon aus geht es dann hier hinten durch eine Tür, die hier quasi reinführt. Also von der Gefechtsstation gehen wir dann hier in die Krankenstation. Ich hätte es ein bisschen schöner gefunden, wenn die Tür hier gewesen wäre. Und zwar, wenn wir hier von der Mitte erst in die Waffenkammer gekommen wären.
Aber es ist an und für sich nicht schlimm. Man muss sich nur merken, wo man dann ist. Ja, und dann kommt man, wie gesagt, jetzt hier rein, ist dann hier auf der Krankenstation, kann dann noch ein bisschen an dieser pharmazeutischen Station ein bisschen experimentieren oder Amps herstellen oder wie auch immer. Dann als nächstes haben wir die Waffenkammer, wo wir verschiedene Sachen unterbringen können. Und hier haben wir dann die Werkstatt B. Das ist jetzt von Taijo. Wie gesagt, von welchem Hersteller du diese einzelnen Komponenten jetzt hier nimmst, diese einzelnen Wohnstationen, ist natürlich völlig egal. Aber so ein paar, die wirst du halt einfach aus der Partsliste entnehmen müssen, wenn du das Schiff so nachbauen willst. Weil dann einfach, so ein paar Dinge gibt es halt nicht bei jedem Hersteller. Dann haben wir hier hinten einfach diese Deimos, Dummy-Elemente, diese Hülle A. Das links und rechts. Und hier haben wir dann nochmal von HopeTech ein Wissenschaftslabor. Auch sehr nice. Links und beziehungsweise ja hier links hinten und rechts, da haben wir dann, müssen wir mal ein bisschen ranzoomen. Und da haben wir dann jetzt hier Klasse B-Antriebe. Keine Panik, wir haben auch noch Klasse C, du siehst es schon rechts. Aber die habe ich einfach mit eingebaut, weil die doch sehr gut sich in den, ja, ins komplette Schiffsdesign einbinden lassen. Und einfach diese Rundung hier hinten, das sieht ganz gut aus. Und du wirst auch sehen, hier oben gibt es dann gleich nochmal ein Element auf der nächsten Ebene, was den Übergang hier auch sehr, sehr gut wirken lässt. Ja, hier hinten einfach nochmal eine Luke, die bringen wir auch ran. Auch hier haben wir wieder den Klasse B-Antrieb von Nova. Und ja, damit haben wir diesen Bodypart. Und jetzt haben wir natürlich hier für unseren Ausleger auch nochmal etwas. Und hier fangen wir erstmal an. Und zwar haben wir nochmal einen Nova-Verkleidungsteil. Auch ein Standardteil, was du, glaube ich, auf New Atlantis beim Schiffstechniker immer bekommst. Und hier haben wir von Amundan den X300 Klasse C Antrieb mit einer maximalen Kraft von 3. Antriebsschub ist krass hoch und das ist mit das beste Triebwerk, was ich so finden konnte. Du brauchst auch Raumschiffdesign Stufe 4. Und es lässt sich halt nicht überall einbauen, weil der Ansatzpunkt, der ist halt hier in der Mitte. Und das Ganze geht dann so ein bisschen nach unten weg und deshalb brauchst du natürlich auch ein bisschen Entfernung vom Schiff. Aber das ist natürlich alles nichts Schlimmes. Wir haben das ja soweit hergestellt, denn wir können jetzt hingehen, markieren uns diesen kompletten Part und setzen das jetzt einfach mal auf unseren Unterbau, auf die beiden Ebenen, die wir jetzt zuvor gemacht haben. Und jetzt nicht wundern, das Ganze hängt hier ein bisschen, aber da kommen wir dann in den Bereich, wo das Ganze grün wird und damit sieht das schon richtig cool aus. Und auch hier, wie das jetzt ansitzt, und hier mit den Triebwerken so, ja, diese Linie so ein bisschen behält. Also mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Und hier sieht man jetzt auch vom Cockpit hier unten diese Stroud-Eklund-Kappen. Das sind dann hier so Elemente, wo man sagen muss, das sieht wirklich aus wie so zwei Hauer, die jetzt hier links und rechts vorstehen. So, damit kommen wir auch zur letzten Ebene. Und die ist relativ schnell, ja, haben wir relativ schnell hinter uns gebracht. Hier sind auch wieder einfach diese Stroud-Eklund-Kappen, die wir ja vorhin ganz unten schon hatten. Da waren sie, wie gesagt, die Hauer, die einfach so rum eingebaut wurden. Und hier wird das Ganze wiederholt. Und das ist einfach ein wiederkehrendes Element im Schiffsdesign und sieht einfach ganz cool aus. Dann haben wir hier natürlich auch nochmal zwei Wohnquartiere, unsere Mates. Wir können ja insgesamt 7 Crewmitglieder mitnehmen, die müssen auch irgendwo unterkommen. Und hier haben wir dann auch noch den Docker 100 DP Slim von Deimos. Findest du auch in New Atlantis. Hier haben wir dann nochmal zwei Strukturelemente links und rechts. Das ist jeweils auch von Stroud-Eklund. Das sind Antriebshalterungen und das hat für mich ganz cool gepasst. Erstens macht es nicht einfach nur hier oben so einen, ja, so einen fetten Klotz, der viereckig ist oder vielleicht so ein bisschen nur rund, sondern es bringt so ein bisschen Struktur mit ins Schiff generell und geht dann hier hinten an die Mittelkappe Backbord über. Und du wirst gleich sehen, das Ganze sitzt jetzt hier gleich mit den Triebwerken von der Klasse B zusammen. Und dann passt es auf jeden Fall. Hier haben wir auch nochmal vorne und hinten Luken. Und dann können wir hier könnten wir theoretisch an der Seite auch noch Luken unterbringen. Könnten dann hier quasi über diese Streben nach draußen gucken. Ich glaube, das passt sogar. Ja, auf jeden Fall ganz cool. Wir markieren den ganzen Kram und können dann als nächstes natürlich auch hier das wieder mit dem Rest vom Schiff verheiraten. Und du wirst sehen, das bringt jetzt ein sehr gutes Bild hier hinten mit den Klasse B-Antrieben. Das passt doch wirklich sehr gut und ist ein sehr guter Übergang. Und damit sind wir mit dem Schiff fertig. Wir haben einen Fehler. Wir gucken mal kurz, was das ist. Schiff hat nicht verbundene Modulteile. Irgendwo haben wir wahrscheinlich jetzt hier ein kleines Teil verloren, ein kleines Teil vergessen. Da müssen wir gleich mal schauen. Kann nichts Wildes sein.
kann nur irgendwo was sein. Das würde ich mir halt auch wünschen, wenn dieses Teil, wenn man da irgendwie draufklicken könnte und dann wird das irgendwie rot leuchten, ja, sodass man dann wirklich sieht, ah, okay, da ist das Teil, das scheint da irgendwie nicht zu funktionieren. Wir können jetzt zum Beispiel mal hingehen, markieren uns mal das ganze Schiff, ziehen das einfach mal so weit, wie es geht, hier nach drüben. Vielleicht fällt da irgendwo was raus. Ah, okay. Und es scheint an dem, ja, hier oben an dem Schildgenerator zu liegen. Der war scheinbar nicht richtig befestigt. Und dann soll das auch so sein. Und wir sehen, das Schiff passt jetzt. Es ist nominal. Alle Systeme funktionieren. Und damit gehen wir als nächstes in den Funktionstest über. So, und damit sind wir schon im Funktionstest. Und wir werden hier von ein paar Varun-Schiffen angegriffen. Und ich muss jetzt hier an der Stelle wirklich nicht großartig feuern. Wir sehen, es geht teilweise gerade die Laser, die zielen automatisch. Und das macht schon echt Bock mit dem Teil. Wir haben vor allem sehr, sehr schnell ja, das Schiff gewendet. Das macht so ultramäßig Spaß hier, auch einfach mal so ein bisschen ja, auf die Schiffe drauf zu fliegen. Auch hier, wenn wir das Ganze mal aus der Cockpit-Perspektive uns anschauen, macht schon ordentlich Spaß. Und wie gesagt, das Coole ist halt wirklich, die Laser, da musst du gar nichts großartig machen. Das funktioniert alles von allein und da hast du wirklich die Möglichkeit, ja, dich entspannt zurückzulegen, musst die nur ein bisschen ins Visier nehmen, die Gegner, und dann sind die relativ schnell auch down. Auch von der Beschleunigung an sich, okay, wenn wir jetzt hier ein paar Trümmer fliegen, kommen wir nicht weiter, aber von der Beschleunigung an sich ist das Schiff schon richtig, richtig gut und ja, es macht einfach ultra Spaß, mit diesem Schiff zu fliegen und ich kann es dir wirklich nur empfehlen und als nächstes gehen wir jetzt einfach mal in die Begehung. Ja, wir sind jetzt mal hier auf irgendeinem Planeten einfach gelandet und ich wollte dir das Schiff bei Nacht zeigen, denn wenn du hier wirklich auf dein Schiff zugehst und hier unten über die Luke dieses rote Licht siehst, das sieht einfach nur richtig krass aus. Wirklich wie so ein geöffneter Mund, der jetzt hier alles Mögliche, was ihm irgendwie ja vors Maul kommt, zerfleischt. Auch hier mit diesen großen Hauen hier, mit diesen ja Stroud-Eklund-Strukturteilen. Sieht einfach aus, als ob das so ein krasser Unterkiefer oder so krasse Hauer, die davor stehen. Hier an der Seite auch diese Pseudo-Waffensysteme, was aber einfach richtig gut aussieht und auch Eindruck macht. Und generell hier oben natürlich auch mit diesen externen Teilen, wo wir hier nur über diese Querverstrebung hineinkommen. Mir gefällt das wirklich sehr gut. Ich muss sagen, es ist mit eins der Schiffsdesigns, was mir wirklich sehr, sehr viel Spaß macht oder Spaß gemacht hat, auch beim Bauen, auch hier oben mit dem Cockpit. Ja, und dann gehen wir als nächstes einfach mal hier dort, wo das rote Licht scheint, hinein und können dann hier über die Luke das Schiff betreten. Und ich sehe gerade, das heißt noch UC Gefängnis Shuttle. Ich frage mich gerade, wo ich das mal geklaut habe oder wie ich da dran gekommen bin. Aber gut, wir sind drin, haben über die Luke das Ganze betreten und hier an der Stelle gehen wir dann direkt ins Cockpit. Und das ist halt das, was mir wirklich sehr gut gefällt, denn wir können über die Luke direkt auf dieser Ebene nach oben und gehen dann nur noch die Treppen hoch und sind hier direkt im Cockpit. Und das ist wirklich mit eins der geilsten Cockpits, die ich so ja bisher sehen konnte oder finden konnte. Die machen echt richtig Spaß. Und gerade hier auch dieser Part mit der Treppe, das ist schon richtig cool gemacht. Wir gehen aber nochmal nach unten, denn wir sind natürlich jetzt hier einfach nur in diesem großen 3x3 Frachtraum von Nova Galactic angekommen. Und hier gibt es auf jeden Fall auch ein paar gute Details, wenn man sich das so anschaut. Klar steht hier viel rum. Aber hier gibt es auch mal hin und wieder irgendwie, hier steht noch ein Hubwagen zum Beispiel. Oder hier hinten ist einfach nochmal so ein bisschen Monitorkram. Und hier nochmal eine Truhe, kannst du natürlich gerne was reinpacken. Oder du nimmst das, was hier gerade drin liegt, einfach raus. Das würde mich natürlich mega freuen. Und hast dann auch hier einfach Möglichkeit, kannst du nochmal ein bisschen umschauen. Hier ein paar Gastanks und so weiter und so fort. Also richtig, richtig schön. Mir gefällt das wirklich sehr. Und dann haben wir natürlich hier, müssen wir mal schauen, hier können wir natürlich auch noch nach hinten gehen. Hier haben wir noch andere Systeme mit angebaut. Und hier in dem Moment ist jetzt nochmal so ein Technikbereich. Und dann können wir jetzt hier natürlich auch rübergehen. Wir gehen jetzt durch eine der Querstreben in so einen weiteren Technikbereich. Und hier sind wir jetzt quasi in einem dieser Außenarme vom Schiff. Und hier gibt es natürlich auch ein paar Spinte. Kannst du ein bisschen was reintun, was entnehmen, wie auch immer. Und ja, das ist natürlich auf der anderen Seite ganz genauso. Also wir müssen jetzt nur einmal, hier rechts ist nichts mehr, hier ist noch eine Truhe, falls du irgendwie nochmal was unterbringen willst. Hier hinten, da ist jetzt auch nichts mehr. Das ist, glaube ich, der Technikbereich gewesen, genau. Und hier müssen wir mal schauen, hier gehen wir dann rüber und öffnen hier auch die Tür und haben dann hier auch nochmal
so einen größeren Bereich, wo wir jetzt hier so ein paar Schlafplätze haben und so weiter und so fort. Also richtig schön. Auch hier nochmal ein bisschen was zum, ja, Geschäfte machen. Und dann hier drüben, wie gesagt, der zweite Arm. Aber der ist prinzipiell genauso aufgebaut. Oh, und da ist schon jemand fleißig am Arbeiten. Wie gesagt, ist natürlich ultra wichtig. Wir haben hier hinten dran, dürfen wir nicht vergessen, die großen Stufe C-Antriebe. Und die sind natürlich sehr, sehr wichtig. Das muss alles funktionieren. Deshalb ist es immer gut, wenn hier jemand auch mit dabei ist, der sich darum kümmert. Und von daher passt es alles. Und wir haben diese Ebene auch fertig. Unter uns gibt es jetzt nichts mehr außer Fahrwerk. Und deshalb gehen wir jetzt hier einfach mal wieder übers Cockpit in den nächsten Bereich. Und das finde ich auch gut, dass wir wirklich jetzt nur hier so hochgehen, dass es intern keine Leiterlösung mehr gibt, über die wir dann zusätzlich irgendwie nochmal nach oben kommen würden. Ja, und hier sind wir jetzt in der Gefechtsstation angekommen. Und hier ist wie immer gähnende Leere. Hier herrscht Arbeitsverweigerung. Hier hat keiner Bock. Und hier haben wir auch nochmal eine Luke. Und das ist halt cool. Du kannst hier von der Luke aus komplett auf diesen Arm, auf diesen Seitenarm draufschauen. Ist wirklich ganz nice. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und hier drüben haben wir dann das Quartier vom Captain. Haben natürlich hier auch nochmal eine Navigationskonsole, so wie wir das kennen. Und hier nochmal was zum Sitzen, ein Bett, auch sehr gut, ein Spind und so weiter. Können hier auch nochmal zur Not, es ist keine Waffenhalterung. Hab jetzt gedacht, wir könnten da Waffen nochmal halt irgendwie anbringen. Haben unsere eigene Toilette, was natürlich manchmal sehr wichtig sein kann. Und ja, dann gehen wir einfach von der Gefechtsstation mal über die Krankenstation in die anderen Bereiche noch hinein. Und ich muss sagen, obwohl wir sehr viele Wohnmodule dabei haben, ist es noch relativ übersichtlich, ja. Wir haben jetzt hier noch ein Forschungslabor, was natürlich auch immer super wichtig ist. Hier auf den Tragen kannst du tatsächlich nicht schlafen, das geht nicht. Aber wir haben ja genug Betten an sich dabei und hier haben wir nochmal ein pharmazeutisches Labor, auch sehr gut. Und von hier aus geht es dann auch in die Waffenkammer. Hier haben wir natürlich auch wieder die Möglichkeiten, Waffen unterzubringen, so wie wir das kennen. Hier gibt es gleich die Leiter nach oben. Und hier hinten haben wir dann noch den Werkbankbereich. Und hier wird wieder ordentlich viel getan, das freut mich. Und auch hier ist nochmal eine kleine Luke, um nach draußen zu schauen, um einfach mal ein bisschen, ja, die Atmosphäre von draußen natürlich auch noch mitzubekommen. Sehr, sehr nice. Gefällt mir wirklich sehr gut, so von der Aufmachung vom Schiff. Und hier hinten haben wir dann nochmal so einen Technikbereich. Und hier haben wir auch eine Luke. Und auch hier können wir nochmal rausschauen. Ja, ist halt einfach nochmal ein bisschen, um für Stimmung zu sorgen. Dann gehen wir als nächstes hier nach oben. Und dann sind wir jetzt hier auch in dem Bereich, den wir gerade eben nochmal abgeändert haben. Du wirst dich erinnern, wir hatten ja hier nochmal von Stroud Eklund Wohnbereiche mit angebracht. Und hier können wir jetzt nach vorne schauen. Das hier unten ist dann quasi als nächstes der Cockpit-Bereich mit. Hier ist unser Schutzschild, beziehungsweise unsere Schutzeinheit. Dann hier nochmal von Stroud Eklund diese Kappen, die so nach unten fallen. Und das finde ich einfach cool, wenn wir da so nach draußen gucken können. Richtig gut. Hier, wie gesagt, nochmal ein bisschen Wohnbereich. Hier gibt es nochmal ein bisschen was zum Sitzen. Können die sich ein bisschen unterhalten, machen, tun. Und hier hinten jetzt in dem Fall auch nochmal das gleiche Modul einfach hinten dran. Ja, einfach, dass die sich natürlich auch ein bisschen wohlfühlen. Dann hier oben haben wir natürlich auch noch unseren Docker. Und damit sind wir an und für sich mit dem Schiff erstmal soweit fertig. Wie gesagt, das hier ist halt so ein bisschen, das ist die Leiter, die wir halt nehmen müssen, um dann hier irgendwo nochmal vorwärts zu kommen. Und relativ schnell sind wir von hier vom Docker dann auch wieder im Cockpit drin. Ich hätte mir ein bisschen was anderes gewünscht für den Docker, das habe ich ja bereits erklärt. Aber so macht es auf jeden Fall Spaß. Und so können wir natürlich auch mit dem Schiff dann durchstarten. Ja, und wenn du weitere nützliche Tipps rund um den Schiffsbau suchst, dann folg doch gerne einfach einen von den Videos hier. Und ansonsten würde es mich natürlich auch freuen, wenn du bei einem weiteren Guide hier auf MadMars Gaming wieder mit am Start bist. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß hier bei dem Schiff. Und ich hoffe, du wirst es auch nachbauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, hau rein und mach's gut.